Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es um Mixing-Grundlagen für Anfänger. Und zwar sind das so ein paar Stolpersteine und so schmutzige Workarounds für den Anfang, damit man schnell mal so ein paar schöne Ergebnisse hat. Okay, dann legen wir doch einfach mal los. So, und zwar habe ich in so ein paar Gesprächen mit ein paar Leuten immer mal wieder so die gleichen Probleme gehört und viele stolpern am Anfang über so die gleichen Sachen und ich dachte, ich fasse das alles mal in so einem kleinen Tutorial zusammen, dass man so gerade, wenn man am Anfang steht und sich über verschiedene Dinge wundert, ärgert oder Gedanken macht, dass man da so eine kleine Hilfe bekommt, um relativ schnell mal zu recht guten Ergebnissen zu kommen oder auch zu verstehen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Und da das ganz große Thema ist immer so die Geschichte mit der Abhöre, also mit den Boxen, mit den Kopfhörern, weil da gibt es ja unendlich viele Tutorials im Netz, die sich nur damit beschäftigen und wirklich so die kleinsten Details rausarbeiten, was da wichtig ist. Für den Anfang wäre es vielleicht mal ganz gut, einfach zu wissen, dass das, was man benutzt, sollte man kennen. Das klingt zwar einfach, aber viele missachten das so ein bisschen. Das heißt, wenn ich Kopfhörer aufhabe, mit denen ich Musik höre, dann sollte ich wissen, was die können, um auch Dinge abmischen zu können oder bewerten zu können beim Abmischen. Das heißt, muss einfach wissen, was ich mit zum Beispiel mit so einem Kopfhörer hören kann. Wenn ich zum Beispiel keine tiefen Töne höre, kann ich das auch nicht abmischen. Dann höre ich das nicht. Und auf großen Anlagen oder auf kleinen Anlagen merke ich dann, da ist irgendwas schiefgelaufen und das hängt dann sicherlich wieder mit dem Abhören zu tun. In dieser Folge geht es auch nicht um akustische Aufnahmen, die man dann abmischt, sondern alles, was aus dem Computer rauskommt. Also das ist nochmal so, auch nochmal so eine kleine Einschränkung. Also sprich, man sollte das, was man benutzt, auch wirklich kennen, lernen und auch hören lernen, um einfach zu wissen, was man tut. Das, wie gesagt, hört sich einfach an, aber man kommt relativ schnell dazu, dass dann doch, wenn man mal ein Stück erstellt hat und sich das auf verschiedenen Boxen, auf dem Smartphone, auf dem Radio oder über die HiFi-Anlage anhört, dass sich dann teilweise unterschiedlich anhören kann. Und das hat viele Ursachen. Ein ganz wichtiger Tipp, den man immer wieder kriegt, ist Referenzhören. Referenzhören bedeutet einfach, wenn ihr ein Stück habt, was ihr toll findet und ihr mischt jetzt euer Lied ab, dass ihr das vielleicht in eine Spur reinzieht und immer so A-B-Vergleich macht. Also einmal so das Stück alleine hört, dann euer Stück alleine hört und dann einfach mal so feststellt, wo sind jetzt die Unterschiede? Klingt das dumpfer, heller, aggressiver oder was ist da der Unterschied? Und da ist auch ganz, ganz wichtig, man muss anfangen, lernen zu hören. Nee, hören zu lernen, so rum. Man muss hören lernen. Das dauert einfach eine Weile, das ist Erfahrung. Und da einfach nicht verzweifeln, im Laufe der Zeit hört man dann immer mehr. Man weiß dann, wie manche Sachen klingen. Es sind zum Beispiel so ganz einfache Geschichten wie Filterverläufe hören, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas spiele und einen Filter zudrehe. Dann weiß ich schon mal, okay, das ist ein Filter, den ich da höre. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Und beim Hören gibt es natürlich ganz viele Geschichten, irgendwie in den Frequenzen, wenn zu viel auf einem Frequenzband drauf ist. Oder. Das heißt, man muss es lernen zu hören, man muss sein Werkzeug kennenlernen. Das, was man nicht hört, kann man nicht mischen. Geht einfach nicht. Das heißt, es braucht jede Menge Übung, es braucht auch Zeit, bis man die Sachen hört und ja, da verzweifelt einfach nicht, gebt euch die Zeit und ihr werdet einfach merken, okay, so im Laufe der Zeit hört man das ein oder andere und dann wird der Mix auch besser und man weiß einfach, was man wo einstellen muss und sollte
Und generell ist einfach so das Motto: viel, viel experimentieren. Es gibt Regeln, aber Regeln soll man auch brechen. Also, es kann sein, dass manche als schlecht empfinden ein Stilmittel ist oder auch nicht, oder ein zufälliges Stilmittel, oder man behauptet einfach, das ist ein Stilmittel. So, jetzt kommen wir zum ersten Thema her, und das ist Lautstärke. Und zwar gibt es leider ein Phänomen, das bedeutet, lauter ist besser. Das heißt, wenn ihr ein Stück nehmt und das jemandem vorspielt, einmal leiser und einmal lauter, und ihr behauptet einfach, das sind unterschiedliche Mixer, wird derjenige den lauteren Mix besser finden, obwohl es unter Umständen der identische Mix ist. Aber das ist einfach so ein Streich, was uns unser Gehör spielt oder unser Gehirn, dass lauter besser ist. Und deshalb gibt es auch schon seit den 1970ern den Loudness War oder sogar schon noch früher. Das heißt, man versucht Musik oder auch in der Werbung alles lauter zu machen. Da gibt es eine ganze Menge Entwicklungen und auch Reglements, die dann bestimmte Dinge beschränken. Aber das Wichtige an der Aussage ist jetzt gerade, dass ein Mensch, der etwas lauter wahrnimmt, das normalerweise auch als besser wahrnimmt. Und wenn wir schon mal beim Lautstärke-Thema sind. Man kann ja Lautstärke automatisieren. Wenn ich jetzt hier die Lautstärke automatisieren wollte, könnte ich das jetzt hier direkt machen, dass ich jetzt hier den Lautstärkeregler hier auswähle, den Mixer-Volume, und dann hier so eine Linie einzeichne. Ja? So zum Beispiel. So. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, dann sehe ich, wie dieser Regler hier hin und her wandert. Das ist aber dann nachher im Mixing echt ein Problem, weil wenn ich den hier automatisiere, dann kann ich den hier nicht mehr benutzen. Und wenn ich das lauter oder leiser nachher noch einstellen will, müsste ich die gesamte Automatisierung ändern. Das heißt, ich mache das nicht an der Stelle, sondern ich nehme normalerweise immer ein Tool-Device hinten dran und automatisiertes Tool-Device. Mal so. Und jetzt kann ich hier auch an dem Mixerregler hin und her mixen und bin da immer noch frei. So, das ist der erste Tipp dazu. Als zweiten Tipp, so für den Anfang oder vielleicht auch für später zur Sicherheit, kann man auf die Masterspur einen Peak Limiter hinpacken. Der passt einfach auf, dass die Gesamtlautstärke nicht über 0 dB geht, was zu hässlichen Verzerrungen führen kann oder führt. So. Aber man kann da natürlich auch hingehen und sagen, okay, wenn mein mittlerer Wert oder mein Sound, den ich hier erzeugt habe, mein Stück, was ich hier erstellt habe, immer nur bis zur Hälfte geht, könnte ich hier mit dem Input-Regler, mach das hier jetzt mal, Automation hier weg und lass das mal hier leise. Beziehungsweise das bringt gar nichts, wenn ich das leise lasse. Kann ich das hier nochmal lauter drehen oder eben auch leiser drehen, die Gesamtlautstärke. Aber wichtig wäre normalerweise, dass die Lautstärke, die aus dem einzelnen Track rauskommt, aus der einzelnen Spur rauskommt, schon mal stimmt. Das ist, ich sag mal, die weitaus wichtigere Lautstärkeneinstellung als auf dem Master, das mit einem Peak Limiter zu machen. Aber für den Anfang sage ich jetzt mal, wenn man merkt, hey, ich mache meine Tracks, die sind immer so mega leise, wenn ich die dann auf dem Smartphone oder im Autoradio anhöre, dann kann ich das hier schon mal so als schmutzigen kleinen Trick so ein bisschen pimpen, bevor ich hier jetzt nochmal alles nachregle und so weiter. Aber generell auf lange Sicht solltet ihr einfach gucken, dass ihr die entsprechenden Lautstärken schon so in den einzelnen Spuren hinpackt, dass es laut genug ist, nicht zu laut. Dann kommt die ganze Geschichte wieder mit dem Headroom, was man immer mal wieder hört. Headroom ist immer so quasi der Spielraum, den ich nach oben hin habe, um was in meinem Mix nochmal zu verändern. So ganz kurzer Ausflug.
Und dieses Anpassen der Lautstärke zwischen den verschiedenen Tracks hier nennt sich normalerweise Gain Staging. Das heißt, wenn ich hier verschiedene Level hier habe und ich parkiere den schon voll an den oberen Rand, den an den oberen Rand und jenen an den oberen Rand, wird mir wahrscheinlich mein Master völlig übersteuern, wenn alle drei oder alle vier hier zum Beispiel, alle vier auf einmal voll reinhauen. Dann dreht mir der Master komplett durch. Wenn ich einen Peak-Limit da drin habe, dann versucht er das zu limitieren, aber es klingt dann trotzdem nicht schön. Deshalb bei dem ganzen Gain-Staging immer drauf aufpassen, okay, was habe ich für Maximal-Level zur gleichen Zeit in den verschiedenen Kanälen? Würde ich jetzt zum Beispiel alles immer nur abwechselnd spielen, könnte ich pro Track oder pro Instrument immer Maximallautstärke, was ich mit dem in dem entsprechenden Kanal machen kann. Aber ich habe ja immer Überschneidungen, dass verschiedene Dinge gleichzeitig spielen. Von daher passt da so ein bisschen auf. Jetzt gibt es da noch so einen Begriff, den würde ich ganz gerne nochmal schnell erklären. Und zwar ist es der Crest-Faktor. Und der Crest-Faktor, wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Welle hier nehme, wenn wir auf dieser Welle hier reiten, der Crest-Faktor ist ein Faktor zwischen dem zwischen der durchschnittlichen Lautheit und der Maximallautheit. Das heißt, wenn ich mir das hier anschaue, dann habe ich hier so, bis hierhin habe ich so meine durchschnittliche Lautstärke und das ist hier meine Maximallautstärke. Und das hier dazwischen, diese Ausschläge, diese Transienten, das wird als Crest-Faktor bezeichnet. Und wenn ich einen hohen Crest-Faktor habe, dann ist diese Lautheit hier unten relativ gering und ich habe sehr hohe Ausschläge. Das führt dazu, dass mein Gesamtmix wahrscheinlich leiser ist, weil ich ständig diese Transienten da habe. Um diese Transienten einzugrenzen, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und Strategien, wie man das macht. Das kann man mit Kompressoren machen, das kann man aber auch einfach nur mit Lautstärkeregler machen. Oftmals sind diese Transienten sowas wie Hi-Hats zum Beispiel oder andere sehr stark perkussive Instrumente, die einfach mal volle Granate reinhauen. Und oftmals ist es auch ein Hinweis, dass das vielleicht einfach viel zu laut gemixt ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Nämlich mit den Hi-Hats, dass die einfach oft viel zu laut sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das hier. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen kurzen Drumloop. Und eigentlich klingt das so für sich ganz okay. Aber mit großer Sicherheit sind hier die Hi-Hats einfach viel zu laut. Und ich kann die jetzt zum Beispiel zurücknehmen. Habe ich die schon um ein Drittel zurückgenommen und die sind immer noch gut hörbar. So noch das Open Hi-Hat zurücknehmen. Sind jetzt auch alle gleich laut, also von daher könnt jetzt einfach mal so komplett zurücknehmen, ich sie nur noch gerade so höre. Wenn ich sie jetzt langsam wieder reinschiebe, wäre das vielleicht eigentlich schon ausreichend, je nachdem, was ich noch so was in meinem Track zusätzlich noch passiert. Also von den Hi-Hats würde ich grundsätzlich immer sagen, das ist so ein Fehler, machen ganz viele und das passiert mir auch immer wieder. Bei den Hi-Hats vielleicht einfach mal komplett rausregeln und dann so langsam reinfaden. Und ein schöner Trick, den auch viele sagen, nicht hingucken beim Reinfaden. Also dass man sagt, naja, komm, jetzt so die Hälfte ungefähr muss es sein. Einfach den Fader nehmen, dann vielleicht weggucken und dann einfach mal gucken, reinfaden, okay, ab wann höre ich sie? Und in dem Zeitpunkt, wo ich sie höre, da muss man dann aufpassen, okay, wie viel will ich sie hören? Und das dann auch nicht nur separiert einfach nur die Drumspur anhören, sondern den kompletten Track. Weil die Hi-Hats müssen sich ja dann in den kompletten Track einfügen. So,
Das nur als kleiner Tipp für die Hi-Hats oder vielleicht für andere Perkussive, die Snare oder Claps oder sowas. Meistens sind die viel zu laut und die muss man dann einfach so ein bisschen zurücknehmen. So, und dann gibt es noch so die Geschichte, man macht da so seinen Track und spielt es dann auf dem Smartphone so ab, so laut, und es klingt irgendwie ganz komisch. So. Und viele sagen oder geben als Tipp Monokompatibilität. Das heißt, ich mixe hier meinen Track in Stereo und spiele das dann unter Umständen auf einem Mono-Lautsprecher ab. Was zum Beispiel solche Bluetooth-Boxen sind oftmals so Pseudo-Stereo oder einfach nur Mono, weil nimmt man einfach irgendwo mit in den Park und hört dann so ein bisschen Musik und dann muss es jetzt nicht wahnsinnig Stereo sein. Und da kann das schon mal sein, dass durch die Platzierung von Instrumenten in bestimmten Frequenzbereichen dann Dinge plötzlich fehlen. Also mitten Saiten sind plötzlich löschen sich gegenseitig aus im Mono. Und um das zu prüfen, gibt es einen ganz einfachen Trick oder Funktion. Das ist ja kein Trick. Ich gehe hier unten rechts. Ich muss mich mal hier kurz wegschalten. Ich gehe hier unten rechts, der Maus hier unten, auf diesen Einstellungs Symbol und habe halt dann hier oben die Funktion Mono. Und dann kann ich meinen Track einfach mal in Mono abspielen. Das ist zwar jetzt nicht sonderlich hilfreich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das hier und so habe ich dann meinen kompletten Track dann gleich mal im Mono. Das ist so der einfachste, der schnellste Trick und funktioniert auch recht gut. Und dann höre ich sofort dann schon mal, ob irgendwas mit meinem Track nicht stimmt. Und kann dann entsprechend reagieren, dass ich vielleicht einzelne Instrumente so ein bisschen im Stereofeld hin und her schiebe oder halt dann auch bei den Frequenzen aufräume, die ich da benutze. Und ja, dann sind wir schon im nächsten Feld, nämlich wenn ich hier Frequenzen aufräumen will. Ich habe jetzt einen EQ, nehme ich hier zum Beispiel mal ran und gucke mir mal an. Das Instrument geht über einen relativ großen Bereich und ich stelle jetzt hier mal ein mit Freeze. So, und ich habe unter Umständen ja relativ viel Instrumente da drin und diese Strings, die ich hier habe, die möchte ich einfach nur so in dem Bereich hier hören, weil hier unten ist die Bassdrum, dann ist noch ein Bass, der da rum fuhrwerkt, vielleicht noch ein Klavier, was auch irgendwo hier in dem Bereich unterwegs ist. Und eigentlich höre ich in dem Lied an sich die Strings eher so nur die höheren Bereiche, weil die so im Hintergrund so als Pad mitspielen. Und deshalb sollte ich auch gucken, dass ich meine tiefen Frequenzen, wenn ich die nicht brauche, immer abschneide. Das hört sich jetzt so an. Das hört sich alleine ganz schrecklich an erstmal. Also im Gegensatz zu dem, ne? Gegensatz zu eben. Aber ich kann das ja so machen. Und je nachdem, wie mein Lied aufgebaut ist, höre ich die tiefen Frequenzen von den Strings ja so oder so nicht. Das heißt, ich brauche auch nur den hohen Bereich. Jetzt kann ich natürlich hier noch einen anderen Low-Cut-Filter nehmen, der mir so ein bisschen härter hier das abschneidet. Und mache jetzt hier mal nicht Medium. Und sehe dann hier, die Frequenzen sind dann schon mal frei. Statt hier alles. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf jeden Fall immer unten in den tiefen Frequenzen ganz, ganz viel freischaufelt, was man nicht braucht. Also nicht alles irgendwie freischaufeln, weil das kann unter Umständen dann auch mal so ein bisschen den Charakter von einem Song verändern, wenn der dann einfach zu clean wird, dass sich dann nur noch ganz definiert, ich meine, das kann alles Stilmittel sein, aber da sollte man aufpassen. Also was man nicht braucht,
sollte unter Umständen weg. Aber brauchen ist dann immer so eine Definitionssache. Was brauche ich an Frequenzen? Ne? Und das gilt nicht nur für die unteren Bereiche, natürlich auch für die oberen Bereiche und auch für die mittleren Bereiche. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Arrangement von Instrumenten habe und ich habe jetzt zum Beispiel solche Strings hier, kann das unter Umständen sein, dass es Sinn macht, wenn ich das hier mal so mache, dass ich in der Mitte ausschäle. Und vielleicht noch die tiefen Frequenzen anhebe. Und in der Mitte spielt dann irgendein anderes Instrument. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also je nach Funktion einfach aufpassen, wo brauche ich was und schauen, dass ich das dann unter Umständen dem Charakter meines Songs anpasse und eben auch wenn ich merke, irgendwie das mancht alles, gleich mal irgendwie auf die tiefen Frequenzen gucken, ob die Kickdrum genügend Platz hat, ob der Bass genügend Platz hat. Manchmal kann man das auch durch abwechselndes Spielen irgendwie hinkriegen, wenn es das der Track denn macht. Oder auch so ein bisschen im Stereofeld hin und her schieben. Das bringt manchmal schon eine ganze Menge. Da müsst ihr halt einfach dann auch alles ausprobieren, wie ihr das am besten arrangieren könnt. So. Dann eine Sache ist dann noch mit den tiefen Frequenzen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt so ein Phase 4 habe und ich nehme jetzt hier mal den Spektrum noch mal rein und lass mir das jetzt mal genau so anzeigen. Und ich habe jetzt hier so einen Sub-Bass. Der ist relativ tief, über einen guten Kopfhörer hört man das, über eine gute Anlage hört man das auch. Auf dem Smartphone nicht mehr, auf irgendwelchen In-Ears vielleicht, wenn die irgendwelche Tricks anwenden. Aber es kann sein, dass ihr halt einen super mega geilen Sub-Bass da am Start habt und den hört aber nur keiner, was ja dann so ein bisschen ist. So, und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, so einen kleinen Trick, wo ich sagen kann, ey, okay, ich habe jetzt hier eine schöne Sinuswelle. Und ich möchte aber, dass dieser Bass, der hier nur ein Sinusbass ist, so ein bisschen aufgeweicht wird als Sinusbass, sodass der auf schwachen Anlagen, nenne ich das jetzt mal, die nicht so tief kommen, auch immer noch hörbar ist. Und da gibt es die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie man da so ein bisschen tricksen kann. Eins, das Einfachste wäre hier, ich habe hier so einen Drive-Schalter, den drehe ich auf und dann kriege ich hier Obertöne dazu. Das verändert natürlich den Sound etwas. Kann das versuchen, wieder über die Lautstärke so ein bisschen zu regeln. Aber ihr seht ja schon, von den Frequenzen her geht das in den höheren Bereich und ich habe eine gute Chance, dass dieser Bass gehört wird, auch wenn ich ihn im Charakter jetzt einfach ändere. Dann muss ich halt einfach gucken, wie kriege ich das am besten hin. Ich könnte auch hingehen und versuchen, einfach noch zusätzlich einen Rauschen zu erzeugen. Mal hier. So, und könnte versuchen, dieses Rauschen entsprechend vielleicht auch mit einem EQ entsprechend zu formen. Nehme ich hier zum Beispiel die hohen weg. Und ziehe mir hier zum Beispiel noch so einen rein. Also das sind wirklich ganz, ganz schmutzige Tricks. Ihr merkt, also der Sound wird komplett anders. Aber dieses Rauschen, das höre ich bestimmt noch auf kleinen oder schlechten Lautsprechern. Muss natürlich zu eurem Sound passen. Aber ist halt so, kann man machen. Ist aber weit von einem Sinuspass. Also diese Welle ist extrem weit von einem Sinuspass weg. Aber vielleicht passt sie ja in den Song. Kann ja sein. Und ihr habt dann halt einfach die Gewissheit, dass das auf sehr viel mehr Lautsprechern hörbar ist. So, was haben wir denn da noch? Eine Sache vielleicht auch noch ganz
wichtig auf lange Sicht. Am Anfang ist das vielleicht nicht ganz so wahnsinnig wichtig, aber man sollte sich da auch so ein bisschen hinarbeiten. Und zwar hat ein Sound ja immer so verschiedene Dimensionen. Das eine ist eben laut und leise. Dann haben wir Mitte und Seite, also Mono und Stereo. Und dann haben wir noch sowas wie vorne und hinten so ein bisschen. Und vorne und hinten ist etwas, was man meistens mit Hall und Echo macht. Wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Reverb hier reinnehme. Und ich drehe den jetzt einfach mal völlig sinnlos auf. So klingt der Ton alleine ohne Reverb. Ich mache das jetzt vielleicht mal ein bisschen raus aus dem. So klingt er so direkt vor mir. Und drehe ich jetzt den Reverb rein, gebe ich ihm ja so ein bisschen, wenn ich jetzt hier noch in ein Stereofeld gehe, gebe ich ihm ja Raum. Und dann rückt er so ein bisschen nach hinten. Könnt ihr mir das so ein bisschen vorstellen, wie so bei einer Band? Der Sänger steht vorne in der Mitte und zum Beispiel die Streicher sind hinten um ihn herum. So kann ich Tiefe versuchen nachzubilden. Und wenn ich den Reverb einfach weiter in den Mix rausdrehe, geht er immer mehr in den Hintergrund. So ist er vorne. Und sie geht da so ein bisschen in den Hintergrund rein. Natürlich dann auch mit der Lautstärke, wenn ich den jetzt natürlich auch noch mal leiser mache, kann ich das Ganze auch noch mal in den Hintergrund bewegen. Das heißt, bei eurem Mix solltet ihr auch noch so mal ein bisschen aufpassen, wie viel Reverb und wie viel Echo benutze ich oder Delay benutze ich einfach, um einen Mix irgendwie zu definieren oder Instrumente zu definieren. Dass ich sage, okay, das Instrument sollte in der Mitte sein, direkt vorne, weil das ist wichtig. Also sollte das wichtigste Instrument identifizieren und dem auch den entsprechenden Platz auf der Bühne geben. Und dann versuchen, die anderen Sounds und die anderen Instrumente drumherum zu platzieren. Also mit drumherum meine ich jetzt nicht, es muss ganz zwingend irgendwas nach rechts und irgendwas nach links und nach hinten, nach vorne und so weiter. Darum geht das nicht. Ihr müsst eine Vorstellung haben, wie euer Sound auszusehen hat oder sich anhören sollte und entsprechend auch die Prioritäten vergeben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer Band habt und ihr habt einen Background-Chor mit dabei und der Background-Chor ist so laut, dass die anderen Instrumente einfach drunter verschwinden, ist das natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders. So. Das heißt, es soll ja der Leadsänger soll ja gut zu hören sein. Und dann gibt es noch Schlagzeug und dann gibt es noch Bass und Gitarre vielleicht oder irgendwie Synthesizer irgendwie mit dazu. Und das sollte sich alles so zusammenfügen und nicht eine, ich sag mal, ein Teil der Band soll jetzt dann im Vordergrund sein, die eigentlich nur einen bestimmten Bereich des Sounds ausmachen sollen. Also guckt auch immer, was ist wichtig in eurem Track, was soll vorne sein. Und das kann sich natürlich auch abwechseln, das ist ohne Frage. Aber wir müssen dann immer gucken, okay, wie kriege ich meinen Sound klar raus? Gerade bei Stimmen, wenn ihr was mit Stimmen macht, muss natürlich die Stimme gut verständlich sein in den meisten Fällen. Oder was ich beim Schlagzeug-Solo macht es ja auch keinen Sinn, wenn ihr das auf leise stellt. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Also da immer so ein bisschen gucken, was ist wichtig und wie kriege ich das repräsentativ an die Stelle im Mix, wo ich das eben haben möchte. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, das hat sehr viel mit Hören zu tun und lernen zu hören, und das braucht einfach Zeit und braucht einfach Erfahrung. Einfach ganz viel experimentieren, und ich hoffe, dass euch diese kleinen schmutzigen Tricks jetzt für den Anfang
ein bisschen weiterhelfen, um zum Beispiel einfach, dass euer Sound laut genug ist und dass ihr nicht die Anlage bis an Anschlag hochdrehen müsst, um irgendwas zu hören. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.